Ach, der Bullshit von Anni. Ja. Ach, ich muss ganz ehrlich sagen, ach, diese, mein ganzes TikTok ist einfach voll damit. Und es ist halt auch scheiße interessant, weil es sind halt Leute des öffentlichen Lebens und wenn die halt Scheiße am Hacken haben, dann willst du da halt zuhören und jeder plappert da halt was Neues dazu. Jeder nutzt es irgendwie als Plattform. Und ich kann halt verstehen, dass Miauki halt irgendwann auch nicht mehr konnte, wenn sie schon bombardiert wird mit Donations und die Leute dann immer nur fragen, ob eine andere Influencerin dann mal dazukommt und sie halt einfach keinen Bock mehr auf die hat, weil da irgendwas vorgefallen ist, dass sie dann da aus der Haut fährt. Kann ich total verstehen. Aber diese ganze Geschichte rund um toxische Beziehungen und so, ja, das muss man jetzt nicht publik machen, finde ich. Weil ganz ehrlich, Ja, wenn. aber ich finde es halt mega witzig, dass das genau zwei solche Weiber sind. Bei Shiyoko war sie genauso, die kommen halt aus der gleichen Bubble. Und genau die was immer so für, ja, Body Positivity Ja. und das, Alter, und dann ist sie genau hinterrücks im echten Leben genauso eine falsche Schlange. Ey, das ist so geil, dass sowas geleakt wird, wirklich. Ich feiere das mega. Aber weißt du, was ich krass fand? Hier Reefed hat ja zum Beispiel auch erzählt, dass sie in ihrer Beziehung ja nicht wertgeschätzt wurde und so. Und dass sie zum Beispiel dann, wenn sie in Berlin oder sonst wo rumgelaufen sind, dass Anni dann gesagt hat, ach, guck mal, die sieht ja voll toll aus und so. Das mache ich, wenn ich mit Chris rumlaufe, auch. Gestern beim Konzert fand ich auch einen Typen, der sah hübsch aus. Das kann man doch offen kommunizieren. Ja, Chris, fühlst du dich dadurch dann schlechter oder minderwertiger, wenn ich sage, oh, der sieht voll schön aus und das ist halt gar nicht das, wie du aussiehst. Ich liebe dich doch nee, da, trotzdem. das finde ich das. so, die Alte ist voll heiß und hat richtig nice fette Die Tits. Alte hat gestern richtig fette Schwabbeltitten. Die hast du geil gefunden. Ja, das weiß ich Ja, doch. ich meine, sie. Ich sehe nicht mal so aus. Ja, siehst du, du hast die nicht gesehen, aber ich habe die gesehen. Ja, Nee, weiß ich also nicht. wenn man nur das erwähnt, finde ich es voll okay, aber wenn man halt im Zusammenhang dann immer sagt, ja, du bist mir gerade zu dünn oder du bist mir gerade zu dick und das passt mir nicht an dir, dann finde ich das schon scheiße. Was wäre, wenn das so kombiniert ist? Also, ja. Ja, aber ja. Also ich finde das alles irgendwie so. I don't know. Auch die Sache mit Gnu, die dann da jetzt rauskam mit der Sprachnachricht und ach, dass Milchbaum auch sagt, oh, jetzt kommt endlich mal Gerechtigkeit und so. Alter, Digga. Ey, was da alles für Dreck am Stecken sein muss. Und Content. so ein Problem ist halt auch einfach, weißt du, Annie the Duck ist jetzt halt so, die muss ja jetzt halt nachziehen. Und egal, was sie jetzt sagt, es wird alles falsch sein. Das sind einfach schon. Ich fand die noch nie toll. Ich habe am Anfang ihre Videos angeguckt und dachte mir immer so, oh nee, das ist einfach nicht mein Content, die ist mir viel zu aufgedreht und so mit den Katzen, das ist alles eine Schrott, was die da vorstellt. Das hat mir nie gefallen. Ich habe zwischendurch mal in so Cosplay-Sachen reingeguckt. Ich gucke auch bei TikTok so diese Cosplay-Sachen an, aber ich bin jetzt nicht ein Mega-Fan oder so. Mir ist eigentlich total egal, was die macht. Die ist wenigstens nicht so nervig wie Lara Loft, die in jeder Synchronstimme dabei ist. Die habe ich ja richtig gefressen. Die kann ich nämlich nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Die ist eigentlich total sympathisch und die singt auch voll gut. Aber mich stört einfach, dass die immer überall zu hören ist. Ich hasse das. Ich hasse das. Aber das ist eigentlich nicht ein Problem von der Lara Loft, sondern eigentlich ein Problem von diesem Synchronsprecher sein, dass man halt einfach nicht viele Leute hat, die das machen und deshalb immer nur die gleichen nimmt, die einfach alle gleich schlecht sind, muss man leider wirklich sagen. Darum, da ist nur Lara Loft so irgendwie in mein Zielfadenkreuz gekommen, obwohl die damit eigentlich an zu tun hätte. Sie stellt sich in die Opferrolle. Es war aber klar, aber was soll sie denn anderes machen, Neo, als sich in die Opferrolle zu stellen? Sie kann ja jetzt gar nichts anderes machen, außer zu sagen, ja, war falsch von mir, was soll. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nicht alle geguckt. Ich habe nur vorgescrollt dann zu dem Part mit dem Tierquälerei und da bin ich gerade irgendwie bei Finn, wo sie da irgendwie Durchfall hat oder so. Ich schau dann das Statement, wenn KuchenTV das so ein Video gemacht Ja, das werde ich hat. wahrscheinlich auch in kürzester Oh, so geile. Zusammenfassung mir anschauen, ja. Weil eine Stunde 10 hat sie jetzt. Ich meine, Ja, also weil ich halt krass und fand. vor allem, weißt du, das Geile ist, gleich am Anfang vom Video sieht man, Komm dass sie ja weiter. das schon am 7.5. hat sie das Video aufgenommen, ne? Ja. Das heißt, das hat sie extra gemacht, falls in der Zwischenzeit noch was rauskommen sollte, damit sie noch irgendwie was ändern kann. Ja, stimmt, ja. Ja, aber ich meine, wenigstens hat sie erstmal Naja, darüber muss sie ja wegen. nachgedacht, ein paar Naja, Tage. nee, aber das muss sie ja machen wegen Sponsoren. Die Ich meine, Sache, jetzt ja, auch gerade mit dem genau. Zusammenhang, dass jetzt ein neuer Film rauskommt mit ihr, wo sie auch eine Synchro hat, ne? Das ist ja Garfield-Film. Ja.
Das musste sie halt machen wegen den Sponsoren. Sonst hätte sie, wer weiß, vielleicht hätte sie sonst gar nichts gemacht und einfach getatscht, die ganze Sache. Das ja auch, da hat ja, wie heißt die eine Streamerin da? Ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Blonde, die so ein bisschen jünger noch ist. Ach, scheiße. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, die hat sich auch dazu geäußert und meinte so, ah, scheiße, naja, für Annie the Duck ist das ja jetzt theoretisch geldmäßig finanziell gelaufen, weil sie wahrscheinlich keine Sponsoren mehr bekommt oder sonst irgendwas und die Leute sich distanzieren. Und deshalb finde ich das schon so ein bisschen schwierig. Das grenzt schon. Also ganz ehrlich, ne? Ich habe sehr gerne immer Reef geguckt und ich mag die auch so, ne? Aber sie hätte das auch alles neutraler erzählen können, ohne Anni durch den Kakao zu ziehen und so Sachen zu droppen wie, ja, die hasst ihre Fans und so weiter. Das ist einfach was, was Nee, nicht in dieser. genau das finde ich mit Abstand die wichtigste Meldung. Weil ganz ehrlich, warum, und das hat auch die Reef in dem Video gesagt, warum ist die so bekannt geworden und warum hat sie die Privilegien, die sie jetzt hat, wegen ihren Fans? Wegen ihren Fans. Und wenn ich dann sowas droppe, also da sieht man, dass die schon wieder komplett auf einem anderen Planeten ist. Abgehoben. Ich habe Ja. bei TikTok unter einem Video auch kommentiert, Anni war für mich schon immer abgehoben, aber das hat man in den ersten Videos schon gesehen. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch menschlich. Es gibt halt mal Tage, wo man die Leute halt auch einfach nicht leiden kann und du weißt ja nicht, in welchem Kontext das gesagt wurde. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich zu Conventions gehen würde und ich wäre ein bisschen publiker und ich wüsste, da kommt, es ist scheiße heiß, da kommen jetzt gleich 20.000 Leute, die übelst schwitzig sind, da hätte ich auch keinen Bock drauf, bin ich ganz Ja, aber ehrlich. dann, Würde ja, aber ich dann aber darf, auch so kommunizieren und sagen, ich habe aber, keinen Bock. ja, aber wenn ich mit sowas nicht umgehen kann, ich meine, wie du schon sagst, jeder hat mal einen schlechten Tag, brauchen wir aber nicht drüber reden, aber Ja. ganz ehrlich, wenn ich mit sowas einfach nie umgehen kann, dann darf ich kein Influencer werden. Also, Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, weiß ich nicht. Das, was Dani sagt. Also ich bin viermal zum neuen Base-Spot gelaufen und wurde siebenmal von mir. Ach so, geil, Neo. Ich habe mich vorhin kurz eingeloggt und habe einmal Holz nachgelegt. Wo es siebenmal vom Jaguar angegriffen wird. Ja, also die Jaguar sind schon echt böse in dem Spiel. Mit Soul Mask auf jeden Fall. Nee, aber das mit Anni, also ja. Also ich finde, das grenzt schon ein bisschen auch an Rufschädigung, muss man leider wirklich sagen. Weil. Ja, klar ist es schon wichtig für die Öffentlichkeit zu wissen, dass das vielleicht nur eine Maske von ihr ist und sie ja in der Öffentlichkeit so viel für bestimmte Sachen gerade steht und sich dafür einsetzt und keine Ahnung, sie hat doch da auch im Internet dieses Nerd, Model versus Nerd oder irgendwie oder keine Ahnung, so eine Show hat sie doch auch moderiert. Da kann man ja auch sagen, sie hat sich ja dafür eingesetzt, dass auch Leute, die denen vielleicht nicht so viel Beachtung geschenkt wird, dass da irgendwie, keine Ahnung. Body Positivity, was weiß ich für Scheiß, unterstützt wird, aber ich finde, das hätte alles nicht gedroppt werden müssen. Das ist eine Sache zwischen denen und I don't know. Das ist alles so viel Showy-Mache. Kannst du jetzt bitte mal die hier reinkommen zu uns, bitte? Weißt du was, Daniel? Das werde ich jetzt auch als Statement hochladen. Ich werde daraus auch einen Clip machen. Nein, um Gottes Willen. Ich will mich da ja nicht anschließen. Mir reicht es schon, dass die Leute unter meinen TikToks schreiben, ich habe eine scheiß KD. Das hat mich schon gekränkt. Ja. Oder man spricht ränkt. Nee, Batches haben sie sich auch drüber aufgeführt. Wie spricht man Batches denn aus? Ist das nicht richtig? Das heißt doch Batches. Also, ich hätte auch Patches gesagt, ne? Ja, das heißt nicht Badges, das heißt Badges, wo ich mir denke, fick dich, du Hund, du Patches. hast nicht mal Schamabarahaare am Sack. Mach jetzt hier Rabarabarabara, komm mal dazu. Ah, doch genau so muss das laufen. Ach, keine Ahnung. Ganz ehrlich, weißt du, die eine Woche ist es Chiyoka, die andere Woche ist es Annie the Duck, nächste Woche ist es, keine Ahnung, komisch, dass es immer nur Frauen sind. Extreme Hot Diarrhea. Extreme Hot Diarrhea. Dann ist es, keine Ahnung, Apo Red wieder, der doch wieder aus Dubai zurückkommt oder was weiß ich. Die finden doch immer irgendjemanden, über den sie Theater machen können. Irgendwann sind wir dort. Um Gottes Willen, bloß nicht. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Alter, das wär's aber. 1991 Efi auf Kuchen TV. Nee, das ohne Scheiß, das würde ich nicht wollen. Nee, also, das ist so ein Grund, dann bin ich lieber ein kleiner Streamer und keiner berichtet über mich, aber ich möchte nicht.
Das war mir tatsächlich auch unangenehm, als die Freuds damals in Twitch Clips Germany über meinen Filter gesprochen haben und der Ene da auch diesen Filter aktiviert hat und meinte, ich kann das ja auch machen, wo ich mir so dachte, Alter, du ziehst das jetzt so durch den Kakao, das ist doch aber jetzt meine Idee, lass mich das doch machen, warum musst du das jetzt so schlecht reden? Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das ist einfach, ich will nicht, dass die Leute über mich judgen. Ich will einfach nur mein Ding machen. Ich judge ja auch nicht über die. So, weißt du, wer gibt dir das Recht, über mich zu urteilen, wenn ich selber nicht über dich urteile, so? Lässt dich dein Name? Bitches. 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 Vor allen Dingen diese Kommentare bei mir denn, zu lernen Englisch. Ey, Digga, ich lebe in Deutschland, ich muss nicht Englisch lernen. Lern du mal Englisch in der Schule. Sag mal, kann man jetzt nur noch 5 Stunden Solos spielen? Alter, sag mal! Kann man nur noch 5 Stunden Solos spielen und dann nicht mehr, oder was? Warum zeigst du mir einen Stinkfinger? Nee, ich glaube, das ist... Nee, haben sie nicht gesagt, das geht 6 Wochen oder so Solos? Ich glaube, das ist nur eine Map-Rotation, oder? Ah, das würde passen. Ja, Broken Moon 5 Stunden steht auch da drunter. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Da 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 da.